Liebe Zuschauer, liebe Millionäre, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ganz herzlich willkommen hier bei Deluxe. Ein Kratzer oder eine Beule im geliebten Auto. Autsch. Das tut weh und ist ja gerade für Männer immer besonders hart. Denn wir alle wissen, Männer plus Auto gleich Big Love. Umso mehr überrascht es uns, dass die Herren, die jetzt kommen, sehr viel Geld ausgeben, um Autos ganz legal kaputt zu machen. Und das sieht dann so aus. Luxusreisen zu Schnäppchenpreisen. Das verspricht der Münchner Unternehmer Alexander König, Spitzname Meilenkönig. Er sagt, wenn wir es richtig anstellen, dann können wir schön First Class fliegen und dafür nicht mehr zahlen als in der sogenannten Holzklasse. Das Zauberwort heißt hier angeblich Gratismeilen. Wie genau das gehen soll, haben wir uns für Sie mal ganz genau erklären lassen. Das ist der Traum vieler Männer. Einmal mit dem Motorrad quer durch die USA. Ein Gefühl der Freiheit, aber natürlich kommt es dabei auch auf das Modell an. Viele mögen es ja ausgefallen und bestellen sich deshalb extra gefertigte Motorräder nach Maß. Im Ruhrgebiet haben wir einen Mann getroffen, der sich seinen größten Traum auf zwei Rädern gerade erfüllt hat. Und um mal so eine Hausnummer zu nennen, allein die Felgen kosten mal eben 4.000 Euro. Stefan Krause ist Luxusmakler und gerade dabei, eine 12,7 Millionen Euro Villa in Marbella an den Millionär zu bringen. Und heute wird es spannend. Der gebürtige Düsseldorfer ist mit einem potenziellen Käufer verabredet. Ob es wirklich zum Abschluss kommt und welchen Luxus kriegt man eigentlich für dieses Sümmchen? Unterwegs mit dem Wie bei uns bei Deluxe. Willkommen zurück hier bei Deluxe und gleich weiter zu einem sehr fragwürdigen Trend. Adlige Scheichs, Industrielle und Oligarchen, sie alle gehören zum Kundenstamm einer der wohl exklusivsten Waffenmanufakturen Europas. In Handarbeit werden hier Modelle nach Maß hergestellt und dafür investieren die solventen Kunden gerne mindestens 35.000 Euro pro Stück. Jetzt zeigen wir Ihnen einen millionenschweren Geschäftsmann, der uns und vielleicht auch Ihnen bisher vollkommen unbekannt war. Aufmerksam geworden sind wir auf James Fonsbeck nur durch einen Zeitungsartikel über sein, ja, doch sehr ungewöhnliches Wüstenauto. Das hat er sich extra bauen lassen, aber wir haben uns gefragt, warum? Was will er damit? Und womit hat er eigentlich sein Vermögen gemacht? Und das war's soweit von uns. Wir sagen Tschüss für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Deluxe Date wieder mit dabei sind. Also, bis dahin, machen Sie's gut.